Liebe Brüder und Schwestern, Gott ist der Vater aller Menschen. Der Gott und Vater Jesu Christi, er ist der Schöpfer der Welt und er möchte durch seinen Sohn Jesus alle Menschen, alle Völker zusammenrufen, zusammenfügen zu einem einzigen Volk, zu einer einzigen Familie, ja, weil wir alle Kinder eines Vaters sind, ganz gleich zu welchem Volk, zu welcher Nation wir gehören, zu welcher Rasse und Sprache. Wir sind Kinder eines Vaters. Wir haben nur den einen Gott und nur den einen Erlöser, Jesus Christus, den Sohn Gottes. So ruft der Herr uns auch jetzt zusammen, als sein Volk in seiner Kirche zum Gottesdienst. Nicht, dass wir dem Herrn, unserem Gott, sehr viel geben könnten. Er ist es, der uns beschenkt mit seinen Gaben, weil er uns liebt. Der Vater im Himmel, er schenkt uns seinen einzigen Sohn Jesus. Er schenkt ihn uns im Brot des Lebens, im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Er schenkt uns immer wieder neu seinen Heiligen Geist, der uns erleuchtet und stärkt und führt, der das, was getrennt ist, zusammenfügt, der uns erkennen lässt, wer der wahre Gott ist, wer uns wirklich Heil schenkt, der uns im Glauben stärkt an Jesus, den Sohn Gottes, den Retter und Erlöser. Jesus ist Mensch geworden, er ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden, um alle Menschen zu retten und zu erlösen, zu befreien aus der Macht der Sünde, des Bösen, des Todes, um die Sünde hinwegzunehmen, die trennt, die verwirrt, die spaltet, die uns gegeneinander treibt, die Hass in unseren Herzen erzeugt, Aggression. Ja, der Herr schenkt uns seinen Geist und dieser Geist Gottes, er hilft uns, er ermutigt uns zum Gebet. So wie er diese Frau im heutigen Evangelium ermutigt hat. Eine heidnische Frau, eine Kanaaniterin, wie es im Evangelium heißt, eine Syrophönizierin. Sie gehört nicht zum Volk Israel, nicht zum auserwählten Volk. Sie ist formell gesehen keine Tochter Abrahams, aber sie ist beharrlich in ihrem Bitten. Und obwohl Jesus sie scheinbar ziemlich schroff abweist, indem er sagt, ich bin ja nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen, es den Hunden vorzuwerfen. Aber sie lässt sich nicht abwimmeln, sie lässt sich nicht irritieren, sie lässt sich nicht entmutigen. Ja, weil in ihrem Herzen Liebe ist, Vertrauen. Ja, so sollen auch wir zum Herrn kommen, mit Liebe und Vertrauen, damit wir in rechter Weise den Herrn bitten. Denn auch wir sollen und dürfen immer wieder mit unseren Nöten und Sorgen zu Jesus kommen, dem Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der uns helfen kann, auch aus den ausweglosesten Situationen kann er uns herausholen. Aber er braucht unseren Glauben, unser Vertrauen. Einen so großen Glauben hat Jesus bei dieser heidnischen Frau gefunden. Er bezeugte selbst, Frau, dein Glaube ist groß. Sie vertraut, sie glaubt, dass Jesus ihr hilft, obwohl sie nicht zum Volk Israel gehört, obwohl sie nicht dem jüdischen Volk angehört, obwohl sie eine Heidin ist.
Ja, dieser Glaube, er übersteigt alle Grenzen. Glaube und Vertrauen erreichen Dinge, die scheinbar unmöglich sind. Ja, so sollen auch wir vertrauensvoll beten, mit gläubigem Herzen, aber auch mit einem demütigen Herzen in der Bereitschaft, diesen Willen Gottes zu akzeptieren, anzuerkennen, mit der Bereitschaft, die Gebote Gottes zu halten, zumindest mit diesem guten Willen auf Gott zu hören, auf sein Wort es zu beherzigen. Und dafür sollen auch vertrauensvoll und beharrlich beten. Gerade dann, wenn wir etwas erbitten wollen, was schwierig ist, was viel Kraft erfordert, wo wir wirklich die Macht und Hilfe Gottes brauchen, weil unsere menschlichen Kräfte und unsere menschlichen Möglichkeiten dafür nicht ausreichen. Ja, der Herr, er ist überreich an Erbarmen. Sein Herz ist brennt in Liebe zu uns, zu allen Menschen. Er möchte alle Menschen retten, allen helfen, ihnen Hilfe bringen. Aber er kann es nur, wenn ein Mensch wirklich mit Vertrauen, mit Glauben zu ihm kommt, mit einem demütigen Herzen und mit Bereitschaft, auf ihn zu hören. Ja, diese Frau, sie steht sozusagen für das ganze Heidentum, für alle jene, die noch nicht an Jesus glauben, die noch nicht zum Volk Gottes gehören. Und die Tochter dieser Frau, die, wie sie sagt, von einem Dämon gequält wird, auch sie ist ein Bild für die Menschheit, die dem Heidentum verfallen ist, den Götzen ausgeliefert, den bösen Geistern, die in die Irre führen, die unglücklich machen, die quälen, die Schmerz bereiten, die uns die Freude rauben. Jesus, der Sohn Gottes, er hat die Macht, zu befreien von allem Bösen, von allen bösen Geistern, von allem, was uns in die Irre führt. Er ist die Wahrheit, der Weg, das Leben. Er schenkt uns einen Geist, dass wir alle Lügen, alle falschen Götter entlarven und ihm vertrauen. Lassen wir uns neu stärken von ihm. Lassen wir uns neu erfüllen von seinem Geist. Er ist mit uns. Er ist unser Heil. Er ist unser Weg. Er ist auch für uns Auferstehung und Leben. Amen.